ich gerade von den Parkplätzen her. Haha, lieber Kunde, ich hab dich verarscht. Und die Straße gefällt mir auch nicht, muss ich ehrlich gestehen. Eine normale Two-Lane. Kriegen wir das hin? Da müssen wir wohl ein bisschen nachbessern. Der Laden geht doch pleite, man sagt ja heutzutage noch. Ja! GameStop ist ein eigenes Kapitel. Das streite ich gar nicht ab. Aber nichtsdestotrotz, so genau. Ahaha, was tust du? So genau wollen wir hier mal nicht sein. Wir haben einen kleinen Laden, der zusätzliche Frequenz bringt. Passt. Node Controller, kannst du mir mal kurz helfen? Kriegen wir das irgendwie hin? Ja. Kriegen wir. Kriegen wir. Sehr schön. Ja, und jetzt sieht das Ganze ja schon nach einem Einkaufsgebiet aus, oder? Also mit Shops und Kino und allem Pipapo. Was wir hier natürlich noch brauchen, die Leute wollen doch irgendwie Geld ausgeben, oder? Die kommt. Hoppla. Hier ran. Hat die eigentlich. Nee, das ist nur ein Prop. Die bringt uns keine Frequenz, aber. Kann ich die auch drehen? Ja. Dann würde ich sie nämlich so reinsetzen. Ja. Schön langsam wird ein Schuh draus. Und wir haben noch immer massiv zu wenig Leute, die. Ja, die brauchen auch Arbeiter. Die nicht, aber die. Woran mangelt es an ungebildeten Arbeitern? Ja, ich kann jetzt natürlich sagen, hey Leute, bitte bleibt doch dumm. Gott. Ich sag euch, werdet niemals Bürgermeister. Es ist einfach nur ein Graus. Gut, und wenn die Leute hier schon unterwegs sind, das ist ja nur der Zubringer für die Anlieferungen, aber du hast hier jede Menge Autofrequenz und deswegen hat Petronas gesagt, Leute, wir wollen eine Tankstelle bauen. Und die kommt hierhin. Sie ist zwar nicht die größte Tanke der Welt, aber aber sie braucht Wasser. Ja, das lässt sich doch glatt machen. Du hast ja nur Glück, dass wir hier gerade die Leitung rumliegen haben. Passt. Auch bei den Shops haben wir wieder das Thema. Hier komme ich nicht runter. Mist. Du komm mal hier raus. Oh. Was? Historisches Gebäude, okay. Shit. Aber historische Gebäude darf er doch normalerweise nicht abreißen. Ja, verlassen, okay, aber trotzdem hätte ich mir erwartet, dass er die historischen lässt. Oh Gott.
Ernsthaft? Hm, das ist mühsam. Was hatten wir hier? Nein. Wir hatten das Restaurant und das hat er komplett abgerissen. Ist ja lustig. Okay. Okay, war da doch? Ist ein historisches Gebäude. Sollte also eigentlich nicht wegplanieren, auch wenn wir 100.000 zu wenig Arbeiter haben. Können wir, ja. Hier die nächsten Bereiche mal freigeben. Wäre vielleicht keine blöde Idee, damit wir mal ein bisschen mehr Leute kriegen. Und jetzt versuchen wir nochmal hier. Snapst du bitte? Danke. Ja. Okidok. Warum auch immer ihr... Wage es ja nicht, das abzureißen. Das kann doch nicht sein. Du böser, böser Kerl, du. Ach, weil ich es jetzt eh nicht finde, oder? Wo ist denn der Bulldozer? Habe ich hier vielleicht irgendwas? Problem an der Key Engineering. Historic? Make all not historic deserve. Okay, nein. Wie heißt denn? Natürlich finde ich es jetzt nicht an, oder? Das Vehicle Advanced Tuba. Ich gucke jetzt gerade hinter meinem Kamerabild. Aber nichtsdestotrotz. Okay, muss ich mir anschauen. Wo kommt das Barthaar her? Grundsätzlich hätte ich gedacht. Ja, pluff, weg. Dass historische Gebäude nicht abgerissen werden dürfen. Aber so kann man sich anscheinend täuschen. Na gut, soll so sein. Wie gesagt, ich schreibe es mir mal auf. Das muss ich mir wieder mal anschauen. Historische Gebäude. Denn irgendwie möchte ich, dass die Dinger hier stehen bleiben. Und was ich auch gern möchte, ist... Ich glaube, mir den Verkehr mal ansehen. Warum bleibt ihr hier stehen, Freunde? Das wisst ihr selber nicht, oder? Fahrt doch weiter. Das würde den Verkehr beschleunigen. Da wir hier eine relativ große Kreuzung mit viel Verkehr haben, habe ich mir mal gedacht, wir könnten... Ist das die Verschiebung? Nein. Drehung, Versatz. Ja, genau, das ist es. Hier ein bisschen größer machen. Das erleichtert nämlich die Winkel und damit vor allem das Abbiegen. Sollte helfen. Und hier sehe ich... haben wir ein veritables Parkplatzproblem. Dankeschön. Also schaffen wir noch einen Parkplatz, oder? Und zap, 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 zap. Die Leute parken schon. Sehr schön.
Die Busse werden sehr gut angenommen, das freut mich. Für mich stellt sich jetzt die Frage, gerade im Busbereich, haben wir hier schon, ich denke nicht, oder? Nein, die kriegen wir erst später. Genau, Überlandbusbahnhof, Überlandbusterminal und den Busbahnhof. Oh, der braucht gar nicht mehr viel. Ich glaube, das sollten wir jetzt zuerst mal angehen. Die Bevölkerung noch ein bisschen ausbauen. Und da würde ich jetzt so frei sein und hier entlang die Grundstücke freigeben. Mal sehen, was damit passiert. Auch hier könnten wir eigentlich Bebauung zulassen. Hier nicht. Und hier zumindest in dem Bereich. Warum nicht? Bis hierhin. Ja, aber mehr nicht. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Ansonsten, wie schaut's hier mit dem Gelände aus? Das kannst du genau knicken. Hier geht gar nichts mehr. Das würde sehr suboptimal aussehen. Sieht hier... es ist hart an der Grenze. Es ist hart an der Grenze, aber es geht. Hier würde ich freilassen, um dann später Bürogebiete zu machen. Einfach als Buffer, weil ich sage, dieser Bereich hier wird ziemlich viel Lärm verursachen. Wie geht's unserer Industrie in der Zwischenzeit? Mal hier einen Blick hinwerfen. Wir haben noch immer das Problem 91% voll und da ist alles unterwegs. Also wir brauchen noch ein Erzlager, würde ich sagen. Ein Metalllager. Hierhin. Leeren und nicht Mehl. Fängt zwar auch mit M an, aber Metalle. Danke. Ich hoffe, dass wir durch die erhöhte Anzahl an Arbeitern dann auch mehr oder durch die erhöhte Anzahl an LKWs mehr Sachen rausliefern können. Wie gesagt, wir haben noch keine Möglichkeit, mit dem Zug was aus der Stadt zu kriegen. Wir haben mit dem Boot haben wir nur die Fähre. Also das hilft uns auch nicht wirklich. Wir sind auf 4,4, 4,5 schon beinahe. Gut. Hier haben wir Friedhof und die Kirche. Und hier geht jetzt erstmal Anarchie aus. Dafür diesen hier an. Die Straße hier lang. Wieder entlang der Geländekante, oder? Ja. Und hier in dem Gebiet... Hier möchte ich auf keinen Fall anschließen. Wenn wir... Warte mal. Das ist jetzt ganz doof. Vielleicht muss ich den Parkplatz der Kirche nochmal umbauen. 5 mal 5, das müsste passen. Und jetzt... gehen wir hier runter. Kommen dann... Lass mal gucken. Mit der Straße. Nein, das ist mir zu knapp an der Autobahn. Da haben wir keinen Spielraum mehr.
Und hier, das Stück können wir sowieso nicht verbauen. Wenn wir hier, kriegen wir, nein, das ist zu eng. Das habe ich befürchtet. Darf ich? Danke. Nee. Geschäftige Kleinstadt, 4600. Wir sind heute wirklich langsam unterwegs, was den Fortschritt an Einwohnern angeht. Aber wir haben ja auch uns um ein paar andere Sachen gekümmert. Schlückchen Kaffee zur Feier des Tages. Wir können jetzt Ölindustrie bauen, haben wieder einzigartige Gebäude und Tourismusgebäude. Vielleicht bauen wir da hinten gleich weiter aus. Wir haben Sightseeing-Tourbusse, Oberleitungsbusse. Schön für Umweltschutz. Wir haben natürlich wieder jede Menge Straßen. Jetzt sollten wir auch genau die breiten Autobahnen und die Autobahnen mit Lärmschutzwand haben. Dann können wir mal mit unserem Verkehrsknoten, mit unserem unteren weitermachen. Und wir haben jede Menge andere Sachen. Vor allem den Busbahnhof. Genau. Hier wollten wir jetzt noch, bevor uns das Spiel unterbrochen hat, den Schluss machen. Und hier werden wir das Ganze auch etwas anders gestalten, und zwar so. Genau. Sehr schön, hier ist mittlerweile alles abgerissen. ja. Da wir jetzt ja mehr Einwohner haben, ich riskiere es einfach nochmal. Wir hatten der Liquor Store hat überlebt, sagt eigentlich viel über unsere Stadt aus, oder? Wir hatten den GameStop. Wir hatten den Store und wir hatten das mexikanische Restaurant. Na, klatsch es doch rein, danke. GameStop, Hardware Store und das mexikanische Restaurant. Perfekt, und jetzt hoffen wir einfach mal, dass das Ganze bestehen bleibt. Der Parkplatz hier ist, ja, etwas gefüllt. Viele Leute, scheint mir, kommen auch zu Fuß. 23 Besucher, sehr schön. 18, davon 9 Touristen. Wahnsinn, was wir hier Touristen haben in unserer Stadt. Und hier haben wir noch immer am meisten. Sagt eigentlich schon viel aus, oder? Wie arbeiten wir hier weiter? Der Parkplatz für die Kirche ist eigentlich groß genug. Hier lass mal gucken. Lass mal die Bäume wegräumen kurz. Okidok. Ja. Die. Hallo? Danke. Die schalten wir mal auf. Was tust du? Meine Einwohner sind mir nicht mehr egal. Ja. Passt, dann nehmen wir auch diese Bäume hier weg. Ist sie No Parking? Nein. Das sind alles Einbahnen. Nein. Dann zweispurige Straße.
nicht snappen, bitte. Ja. Und hier würde ich... Ich glaube... Wir beginnen mit dem Aufbrechen unseres Grids. Ich kann mich da an einen Zuseher erinnern, der sich das, glaube ich, beim letzten Mal schon gewünscht hat. Nee, gewünscht ist übertrieben, aber der das schon angemerkt hat. Zwinker, zwinker. Und ich glaube, gerade hier in dem Stück passt es eigentlich ganz gut. Aber nichtsdestotrotz machen wir die die Leitungen entlang der Straßen. Ich glaube, die Nachbarschaft ist nicht schlecht. Mit der... Ja, jetzt kann es überleben. Sehr schön. Mit dem Friedhof. Es gibt sicher schlimmere Nachbarschaften. Krematorium hat alles, was es braucht, soweit. Hier würde ich aber noch einen Platz offen halten.